Dickdarmkrebs ist häufig asymptomatisch. Aus diesem Grund ist die Darmkrebsvorsorge essentiell wichtig. Bei dieser kann durch eine Endoskopie im Dickdarm Polypen oder Darmkrebs entdeckt werden. Bei manchen Patienten äußert sich der Darmkrebs auch durch Abgang von Blut. Die Behandlung des Darmkrebses erfolgt in erster Linie chirurgisch. Dabei wird der betroffene Dickdarmanteil mit den angrenzenden Lymphknoten komplett entfernt. Werden anschließend im Präparat durch den Pathologen positive Lymphknoten, das heißt Lymphknotenmetastasen, nachgewiesen, muss eine Chemotherapie durchgeführt werden. Am Ende der Operation wird die Kontinuität des Darmes wieder chirurgisch hergestellt. Im Regelfall ist nach der Operation aufgrund eines Darmkrebses ein normales Weiterleben ohne Beeinträchtigung möglich. Das heißt, die Patientinnen und Patienten können wie gewohnt leben, Nahrung aufnehmen und verdauen. Glücklicherweise bietet die Behandlung des Darmkrebses heutzutage durch multimodale Therapie eine sehr gute Chance, den Darmkrebs komplett zu beseitigen, sodass hier Heilung möglich ist.